Ja, da am Vegan Market habe ich übrigens selber ein Projekt und einen Stand, nämlich Tattoos for Charity. Ich konnte 3 Tätowierer gewinnen für das Projekt. Sie arbeiten 3 Tage lang, also jeden einen Tag lang gratis. Und zwar geht der volle Erlös von jedem Tattoo in ein Projekt, das heisst Hofnarr. Das ist ein Hof, eigentlich ein Gnadenhof, sie sagen aber lieber Lebenshof, an der Forch in der Stadt Zürich. Und die andere Hälfte geht an die Flüchtlingshilfe Schweiz. Und die Idee dahinter ist, dass ich Flüchtlinge bzw. Menschen und Tiere auf die gleiche Ebene stellen und finde, die muss man beide gerade zu so einer Zeit während der Weihnachten unterstützen. Und jetzt gehen wir mal den Philipp interviewen. Danke vielmals, dass du da bist. Und merci für die Einladung. Ja. Freut mich. Und du hast schon mega viel tätowiert, gell? Hast du 10 Tätowier schon gesehen? Ich denke, bis jetzt etwa 5, 6 ja, oder 7, 8, ich weiss nicht genau. Das ist ein Symbol. Ich glaube schon so sogar 8, weil 3 Partner-Tattoo, dann nochmal sicher 2x2 Partner-Tattoo. Da sind wir schon bei 7. Ja. Und du hast selber ein Tattoo-Studio in Biel? Genau. Ja, wie heisst das? Charanam. Charanam. Und was tätowierst du am liebsten? Ja, viel sein Symbol mit sagen wir hinduistischen Hintergrund, das mache ich sehr gerne. Aber schlussendlich alles, was die Leute glücklich macht und happy rausgehen, ist super. Danke vielmals, merci dass dir. Du da bist. Gute Sache und jetzt halte ich dich nicht mehr auf, weil schon die Leute stehen an. Du bist da Schlange bis vor die Tür. Genau. Tschüss. Ciao, ciao. Das war der Philipp bei Tattoo for Charity.